So, 20 Sekunden, fast nichts gesprochen. Ich habe das jetzt einfach nur mal so wirken lassen. Das ist der traumhafte Ausblick von meinem Balkon jeden Tag in der Früh, vor allem dann, wenn die Sonne scheint. Ja, der Mann zeigt einmal sein Gesicht. Die Sonne scheint mir ein bisschen zu tief. Momentan tauge ich mir nicht ganz so, wie ich ausschaue, aber okay. Man hat sich halt gehen lassen. Wir haben zu gut gelebt, heißt's. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, ob das richtig oder falsch ist. Ich bin Claudia Schießer, ich bin der Begründer und der Schreiber im Hintergrund von Civics Blogspot. Und die Stimme aus dem Off bei Inside Politics. Inside Politics ist eine neue Serie, die ich vor 1,5 Jahren habe begonnen zu entwickeln, heuer gehostet. Die Serie handelt in erster Linie mit dem Fokus auf Kleinparteien und die Personen, die im Hintergrund von großen Parteien stehen. Und sie ist ein Ausblick auf das, was kommen kann, wie wir leben, wie wir uns politisch entwickeln. Und sie zeigt auch, dass die Personen sehr wohl auch mit dem einfachen Menschen sprechen möchten oder können. Ich möchte ein bisschen auch Politiker aus ihrem Elfenbeinturm herausholen und ich möchte auch, eben wie in meinem letzten Interview mit Philippa Chanda, sie in der Natur zeigen. Wie reagieren sie auf Demonstrationen, die nebenan laufen? Wie reagieren sie auf den täglichen Lärm? Hubschrauber, Personen, die sie auf einmal auf der Straße erkennen. Was bedeutet es, Politiker zu sein? Wo liegen die großen Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft? Wo haben wir in Österreich viel Nachholbedarf? Und was benötigen wir dazu? Welche Rechte brauchen Kleinparteien in Zukunft, damit sie sich auch medial besser positionieren können und das nicht einfach nur nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt Werbung und dadurch kaufe ich mir Sendezeit. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Braucht es mehr gesetzliche Regulierungen, muss der ORF verpflichtet werden, damit er in Zukunft auch den Kleinparteien die gleichen Chancen bei Wahlkonfrontationen gibt, mitzureden, wie es die großen Parteien bekommen, wie es ihnen zugestanden wird. Es geht einfach um Demokratisierungsfragen. Es geht um Fragen, die in Österreich vielleicht kaum ein anderer stellt, vielleicht nur, weil ich sie halt gerne stellen will. Es geht um Dinge, die ich einfach nur in einem Dialog, in einer Form des Interviews, so wie ich es halt mache, ansprechen kann. Es wird sicher nicht die letzte Episode gewesen sein mit dem Philippa Chanda, da ist schon wieder was in Planung. Ob es nach den insgesamt geplanten 4 Folgen von der ersten Staffel eine zweite geben wird, wir werden sehen. Kommt nicht zuletzt auch auf mich darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich möchte als Claudio Schiesel zeigen, dass man in Österreich nicht nur die Kontakte braucht und nicht nur jetzt ein Parteibuch braucht, um mit einem Politiker vielleicht reden zu dürfen, sondern dass man mit einem Politiker reden kann und Politiker auch die Diener im Staat sind und nicht die Herren. Darum geht es mir. Mir geht es darum, mit klassischen Klischees aufzubrechen und einen neuen Weg zu gehen. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Natürlich, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, weil das, was ich sage, sagen viele andere auch. Andererseits hoffe ich auch, dass ihr vielleicht darüber nachdenkt, die Leute in die Verantwortung zu ziehen, selber Verantwortung zu übernehmen für eure Stimme und vielleicht auch selber einmal das zu machen, was ich mache. Ich bin nichts anderes als einer von vielen kleinen Eisbrechern, die derzeit im Internet herumkursieren oder herumfahren und versuchen, diesen Beton oder das Eis zu brechen, was die politischen Parteien versuchen wiederum zu fundamentieren und endgültig in Form zu gießen. Das ist nicht mein Ziel, dass das so lange weitergeht. Mein Ziel ist es in Österreich, die Demokratie auf ein neues Niveau zu bringen.
Ich wünsche euch was, alles Gute, alles Liebe und viel Spaß mit meinen Beiträgen.